Können Sie sich vorstellen, dass ein Traum, den man seit Kindertagen hegt, auf einmal in Erfüllung geht? Ein Auto, das einst unerreichbar schien, endlich wirklich in der eigenen Garage steht. Für Philipp Blonk aus München ist er wahr geworden. Beharrlichkeit und ein Quäntchen Glück hatten ihm dabei geholfen, dass er heute einen DKW-Monster sein eigen nennen darf. Dieser DKW Monster ist, ist einmal ein Prototyp, das Fahrzeug, das als sechstes gebaut wurde. Und es wurde eingesetzt damals für die Rekordfahrten im Dezember 1956. Diese Rekordfahrten fanden in Monza statt. Dort hat das Fahrzeug 6 Weltrekorde eingefahren im Langstreckenfahren. Und aufgrund dieses Erfolges entstand dann für dieses Fahrzeug der Name DKW Monza. Nach einigen Rennerfolgen der DKW-Sonderklasse bei europäischen Touringrennen und Straßenrallyes entschieden sich die beiden Rennfahrer Günther Ahrens und Albrecht W. Manzel zum Bau eines extrem leichten Kunststoffaufbaus auf dem Chassis eines DKW F93. Die ersten Fahrzeugaufbauten wie der Rekordwagen wurden bei Dannenhauser und Strauß gefertigt. Bei dem hier gezeigten Fahrzeug handelt es sich um die Nummer 6 der 8 gebauten Prototypen. Das Fahrzeug hat eine Besonderheit, und zwar man sieht es an dem Seitenfenster, das ist eckig. Die späteren Serienfahrzeuge haben ein rundes Seitenfenster, also die vordere Kante ist rund gewesen. Und nur dieses Fahrzeug hat diese eckige Seitenscheibe und daher auch der Beweis, eben, dass es das Rekordfahrzeug ist. Zusätzlich, das ist aber nicht sichtbar, ist es ein besonderer Tank, ein größerer Tank mit ca. 70 Liter Volumen, der damals eingebaut wurde, um einfach bei dieser Rekordfahrt möglichst wenig Tankstopps zu haben. Die späteren Fahrzeuge haben ca. 40 Liter Tankvolumen in der Serie gehabt. Nach den Rennsiegen 1956 wurde der Rekordwagen in die USA gebracht. Dort fuhr er noch bis 1960 einige Renneinsätze und verschwand dann erst einmal von der Bildfläche. Also das Fahrzeug wurde entdeckt in den USA in einem sehr desolaten Zustand. Der Wagen war, kann man sagen, relativ zerstört, auch durch einen Brand, und wurde vor 5 Jahren nach Europa transportiert und in Österreich von einer Restaurationsfirma wieder neu aufgebaut. Und von Anfang an war das Ziel, dass der Wagen wieder in den Zustand versetzt werden soll und auch in der Optik, wie er 1956 diese Rekordfahrten bestritten hat. Ist komplett aufgebaut worden, hat die Farbe von damals, die Innenausstattung wurde genauso wieder rekonstruiert und eben auch die Bemalung und die Aufkleber, die damals Verwendung fanden, wie dieser ADAC-Aufkleber auf der Frontscheibe, der DKW-Aufkleber auf der Heckscheibe und auch das D-Schild, was damals in Monza so auch auf dem Auto geklebt hat. Die anfänglich noch DKW Solitude benannten Sportwagen erhielten erst später, nachdem sie etliche Rekordsiege auf der italienischen Rennstrecke in Monza verbuchen konnten, ihren heutigen Namen DKW Monza. Während einer 72-stündigen Fahrt auf der Rennstrecke in Monza stellten die Rennfahrer Günther Ahrens, Heinz Meyer, Roberto Barbay und Georg Theiler 5 Weltrekorde in der Klasse G8, Fahrzeuge bis 1000 Kubik, auf. Die Historie sagt das ja schon, diese Weltrekordfahrten waren Langstreckenfahrten, und so ist es auch bei diesem Wagen zu sehen. Und für uns hat der Wagen natürlich jetzt, ist mehr ein Sammlerstück, wo wir ihn für spezielle Veranstaltungen gerne mal auch ausfahren und ansonsten aber natürlich so erhalten wollen und auch wirklich pflegen und in diesem Zustand dann auch eben der Öffentlichkeit zeigen wollen bei Veranstaltungen. Spricht man heute von einem Rennwagen, stellen sich die meisten Menschen einen sportlich aus dem Stand sprintenden Boliden vor. Das ist der DKW-Monster nicht.
auch wenn er so aussieht. Er ist ein Langstreckenwagen, der einige Zeit an Anlauf braucht. Ist er erst einmal in Fahrt, erreicht er mit seinem 40 PS starken Dreizylinder-Zweitaktmotor und einem Hubraum von 903 Kubik eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 140 km pro Stunde. Für mich ist im Prinzip da ein Jugendtraum in Erfüllung gegangen. Ich habe bereits so mit 4, 5 Jahren in einem Buch von meinem Vater mir immer die DKWs angeschaut, weil mein Vater als junger Mann selber DKW hatte, und bin da immer über den DKW Monster gestolpert und habe mir dann habe dieses Fahrzeug eigentlich immer verfolgt, obwohl man ja nie eins so live sehen konnte. Und mir ist es dann gelungen, als 14-Jähriger mir einen Originalprospekt von dem DKW Monster zu besorgen, den ich heute noch habe. Und es hat sich eigentlich nie die Gelegenheit gegeben, so ein Fahrzeug zu finden. Und durch einen Zufall auf der Padua Oldtimer Messe 2011 haben wir das dann entdeckt, dass dieses Fahrzeug angeboten wird, und haben uns dann entschieden, gemeinsam, mein Vater und ich, dieses Fahrzeug zu erwerben und es eben dann so restaurieren zu lassen, dass es wieder in diesem Zustand wie heute ist. Und man kann sagen, es ist ein Jugendtraum. Die Restauration hat circa 4 Jahre gedauert, wobei ein Großteil der Zeit darauf verwendet wurde, eben Teile zu organisieren, weil eben ein Großteil der Teile einfach nicht mehr verfügbar sind oder nachgefertigt werden mussten, speziell eben die Karosserie, die ja eine Kunststoffkarosserie ist, hat natürlich sehr viel Zeit in Anspruch genommen, und es ist der DKW Monster ist das erste deutsche Fahrzeug mit einer Kunststoffkarosserie. Was bedeutet für Sie selbst das Fahrzeug? Wir haben also die Premiere für das Fahrzeug ja beim DKW-Treffen mal gemacht. Da haben wir den Wagen das erste Mal gezeigt, konnten da aber nicht so viel fahren. Und heute haben wir ja eine richtige Jungfernfahrt gemacht, hier über die Straßen hier im Schwäbischen. Und das war natürlich ganz toll, den Wagen mal zu erleben. Und muss man auch sagen, welche tolle Arbeit da handwerklich dahinter steckt, dass dieses Fahrzeug auch so fährt, wie es heute fährt, und viel Freude macht, muss man sagen. Die leichte stromlinienbegünstigte Glasfaser-Coupé-Karosserie sorgt für einen geringen Luftwiderstand und das geringe Gewicht von 733 Kilogramm.